What? I deleted Fortnite. Alright, listen, listen and understand why. Okay, listen, listen, listen. Back down. Why do you always bring the baseball bat when you're mad? Wenn du dieses Video in den nächsten 5 Sekunden likest und den Kanal abonnierst, erhöhst du deine Chance um 90% ein Geschenk zu erhalten. Ich verteile in jedem Video an meine aktivsten Abonnenten Geschenke. Willst du auch ein Geschenk haben? Dann schau das Video unbedingt bis zum Ende. Hier die Gewinner aus dem letzten Video. Wenn du auch ein Geschenk willst, dann musst du jetzt die Glocke aktivieren, im Itemshop meinen Creator-Code WANNABE eintragen und alle versteckten Jordan-Skins im Video finden. Schreib in die Kommentare, wie oft du die Skins gefunden hast und deinen Epic-Namen, damit ich dir ein Geschenk senden kann. Im heutigen Video zeige ich dir die besten Pranks von YouTubern, die Fortnite-Accounts von ihren kleinen Brüdern löschen. Die Reaktion der kleinen Brüder, wenn sie sehen, dass ihr Account weg ist, die sind echt heftig und zum Teil eskaliert es auch. Was würdest du tun, wenn jemand einfach so deinen Fortnite-Account löscht? Schreib's doch mal in die Kommentare. Fangen wir an mit Platz 5 und dem YouTuber Leon Mascher. Kennen sicher viele von euch, wenn nicht, schaut mal in die Videobeschreibung rein und checkt ihn mal ab. Im folgenden Clip prankt er seinen Bruder ziemlich hart und will seinen Fortnite-Account löschen, weil dieser eine Challenge verloren hat. Wie der Bruder darauf reagiert, dass sein Account gelöscht wird, das zeige ich euch jetzt. Oh no, Digga! Was ist das? 3 Versuche, Digga. Alle 3 hast du verkackt, Digga. Du löscht einfach dein Fortnite-Account, weil bringt sowieso nichts. Warum soll ich meinen Fortnite-Account löschen? Einfach, weil du verloren hast. Das ist die Bestrafung, Digga. Ich hab dir gesagt, diese Bestrafung wird krass. Und ich hab gesagt, Digga, diese Bestrafung wird dich auseinandernehmen. Ich lösch jetzt dein Fortnite-Account. Hör mal zu! Wieso ich übertreibe? Junge, du zockst sowieso! Ja, du zockst sowieso wieder! Du bist voll wieder an deinem Film! Warte, wieso übertreibe ich? Ey! Hör mal zu, du bist sowieso voll wieder an deinem Film! Übertreibe! Ich werde jetzt die Scheiße löschen, ist mir scheißegal! Warum übertreibe? Nein! Entspann dich mal ein bisschen, ja? Übertreibe! Du brauchst mich nicht wegschubsen! Nein, hör zu! Ist mir scheißegal! Du wirst das löschen! Ich hab dir gesagt, die Bestrafung ist, dass du das löscht und du musst das jetzt löschen, Mille! Ist mir scheißegal, Mann! Ich will's mal machen! Wie, du willst mal machen? Willst du mich verarschen, Mann? Aber ist mir scheißegal. Du hast übertrieben, du löscht alles, was ich hab. Ja, und Digga, ich geb dir 50 Euro. Willst du mich verarschen, wie Schuss? Ja. So blöd, das ist mein Account, das, und das ist jetzt, das jetzt gelöscht. Das ist jetzt gelöscht, safe. Das nein, ist gelöscht. Nein, das ist gelöscht. Du willst dich dann safe pranken? Guck mal die Kamera. Machen wir weiter mit Nummer 4 und dem nächsten Prank. Im folgenden Clip hat der große Bruder einen zweiten Fortnite-Account erstellt mit dem fast gleichen Namen, den der Bruder benutzt. Er hat den Hauptaccount ausgeloggt und sich mit dem neuen eingeloggt, wo keine Skins drauf sind. Als der kleine Bruder spielen will, bemerkt er den Unterschied nicht und denkt, alles ist gelöscht und rastet demzufolge richtig aus. Seht selbst. Dominic, bro. No, wait, wait, hold, let me explain what happened, bro. When you were downstairs, like in the swimming pool, I don't know what's going on with your PS4. I got like a weird like error message. Like now I've been on Fortnite, like a weird error message. Hold on, bro. Bro, what? Bro, no Fortnite, bro, just leave it. Chill, chill, chill. Bro, no, chill, bro. Damn. Okay. Why me show you how stupid you look right now? Number one, you got a knife on me. Number two, come here. Come here. Come here. Bro, what? Come here. What, bro? Follow me. This is how stupid you look. No, your PS4 didn't get hacked. This is not of your account. It has 2 underscores. What? My guy, you're so addicted to this stupid game, bro. Yeah, it's 2 underscores. Kommen wir zur Nummer 3, zum YouTuber KingKennyTV. Der hat Fortnite von der PS4 von seinem kleinen Bruder gelöscht und der dachte, alles ist weg, auch sein Account. Sein kleiner Bruder rastet richtig aus, holt sogar einen Baseballschläger. Das Fiese daran, der große Bruder erzählt ihm erst 2 Tage danach, dass es nur ein Spaß war. Was für ein fieser Prank. Hier der Clip. With Fortnite. With what?
Where's Fortnite? Should be there, check properly. Where's that? Is it there? If you could, sir. It's not there. It should be already downloaded, so there's no point. Trust me, it's not there. What? Wait, what do you mean it's not there? Do you know why it's not there? Why? Because I deleted it. What? I deleted Fortnite. Alright, listen and understand why. Okay, listen. Okay, no, what are you doing? You're gonna throw it. Don't put the controller down, alright? You're not throwing that controller again, alright? You're not. Why? Okay, put the baseball bat down. Why? Why do you always bring the baseball bat when you're mad? You brought my V-Bucks and now it's all gonna be going to waste. Now I'm gonna lose everything because of you. Wait, chill out. It's so annoying. Wait, you're not even gonna lose all your skins. I am. No, you're not. Okay, alright. Bro. Oh, I know you're still mad at me about your account, but listen, I want to tell you something. What? I want to tell you something. Look at the camera. What? Alright, listen. You know your account? What? You know for your Fortnite account? What? I just want to tell you it's a prank, alright? I didn't actually do it. Oh my god! It was a fake video. You idiot! It was a fake video, alright? Auf Platz 2 haben wir den YouTuber Mind of Res. Auch er hat den Fortnite-Account von seinem kleinen Bruder durch einen No-Skin-Account ausgetauscht. Als der kleine Bruder von der Schule kam, um Fortnite zu spielen, erzählte sein großer Bruder dann noch, dass einige Accounts von Epic Games gebannt worden sind. Als der kleine Bruder merkte, dass alles weg ist, ist auch er ziemlich sauer geworden. Hier der Clip. This is about to be crazy, man. So excited for this. Have you heard about the new Fortnite update? Oh. Have you heard about the new Fortnite update? What? Me rapping 69 on regular. Bro, come here. Fortnite is deleting accounts. You know that? They are deleting accounts. Bro, what you doing, bro? My account, what do you mean? Bro, what you mean your account, bro? Go to Battle Royale, bro. Let's see if they deleted your account or reset it, bro. They reset people's skins and everything, man. Bro, I don't have my skins, bro. Bro, where did your skins go? Bro, what are you doing? Fix your game! Fix your game! Oh my god, you doing? Bro, let me see something. Oh my god, what are you doing? Fix your game! Fix your game! Whoa. Kaylin, you know what? Turn this off. Kaylin, are you okay? Come on, are you okay? Kaylin, what if I told you it was just a prank, bro? It's just a prank. Stop with that stupid prank! Machen wir weiter mit Platz 1 für heute. Und ich glaube, ihr könnt euch schon denken, was jetzt passiert. Der große Bruder tauscht den Account vom kleinen Bruder wieder mit einem leeren Account aus. Er macht die Konsole an und wartet, dass sein kleiner Bruder kommt. Er sagt zu ihm, guck mal, was mit deinem Fortnite-Account passiert ist. Als der Kleine merkt, dass er keine Skins mehr hat, greift er seinen Bruder einfach mal mit einem Stuhl an. Zu lustig, hier der Clip. Do you want to take a look at your Fortnite screen? I deleted your Fortnite account. All over again. Stop saying it! You have to start all over again. Stop saying it! You have to start all over again. Cal! What are you doing? Cal, don't stop it! Cal! What's that for? Cal, stop. Stop now. V-Bucks, zero. Big fat zero V-Bucks because you decided to prank me. You decided. Calm, watch. What was that for? Stop. Calm. Stop. Give me your camera. What is wrong with you? Calm. That is not. You
You got pranked. Come over and give me a kiss. Come on. Wir sind mal wieder am Ende des Videos angelangt. Schaut gerne in die Videobeschreibung rein, da sind alle Jungs verlinkt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin raus, peace, bis zum nächsten Video. For you, come along and see it's true.